also da, da. Da ist es, ne? Da, rot, da, wo und rot ich mache direkt schon wieder, du machst schon weiter, ich mich bei dir bedankt habe, sehr gerne, die Weitermoderation, ja? Weil wir werden gleich jemanden zuschalten, der dich auch interessieren würde, und zwar einen selbstständigen Naturfotografen. Mhm. Er ist Vollmitglied der Gesellschaft für Naturfotografie. Okay. Und ich meine, er sitzt sogar auch im Vorstand mit drin. Oh. Ich spreche von niemand Geringeren als von Radomir Jakubowski. So, sehe ich ihn? Ja, ich sehe ihn unten auf dem Monitor. Siehst du mich auch, Rado? Ja, ich sehe dich auch. Schön, da zu sein. Vielen Dank für eure Einladung. Sehr schön, ja. Fein, dass du da bist. Du bist zu Hause mit einer schönen Bilderwand im Hintergrund, sehe ich. Ja? Und du spielst auch Klavier, oder ist das die Familie? Das ist meine Frau, die Klavier spielt. Recht so, recht so. Das gefällt mir. Ja, du hast ja, dich findet man ja typischerweise nicht so unter der Website Rado Jakubowski, sondern unter Naturfotocamp. Erzähl uns mal ein bisschen was über diese Seite und so ein bisschen, wie du auf diese Seite gekommen bist und, ich sag mal, so ein bisschen auch deinen persönlichen Werdegang. Ja, also Naturfotocamp als solches, ich habe ja mein Unternehmen oder mich gegründet in der Fotografie am Ende meines Studiums. Ich habe mal BWL studiert, auch erfolgreich. Aber als ich dann anfangen sollte zu arbeiten, habe ich kalte Füße bekommen und habe gesagt, dann mache ich mich lieber selbstständig. Und seitdem mache ich das, was mir am meisten Spaß macht, Naturfotografie. Und du kannst dir das Ganze so vorstellen, damals gab es überhaupt keine bezahlbaren Fotoreisen. Da habe ich gedacht, Mensch, ich bin ständig mit dem Camper unterwegs, viel mit dem Zelt unterwegs, sonst irgendwo in der Natur. Ich will das Ganze mal bezahlbar machen. So ist irgendwann mal die Idee vom Naturfotocamp entstanden. Ich muss dazu sagen, es hat sich viel verändert seitdem. Der Name ist geblieben. Und so kam es, dass ich eben nicht irgendwie Radomir Jakubowski Naturfotografie oder irgendwie sowas in der Richtung heiße, sondern wirklich Naturfotocamp, was ich heute als Brand ganz gut finde. Hinzu kommt mittlerweile ist noch der Bohnensack als Podcast. Und ich bin mittlerweile sehr, sehr lange unterwegs, auch mit Canon sehr, sehr lange unterwegs. Das heißt, ich habe selbst mit 18 angefangen in der GDT, das ist die Gesellschaft für Naturfotografie, habe dann damals dort die GDT-Jugendgruppe mitgegründet und mittlerweile bin ich auch im Vorstand der GDT, der Gesellschaft für Naturfotografie. Das heißt, ich engagiere mich sowohl ehrenamtlich für Naturschutz und Naturfotografie als auch eben von Berufswegen. Mittlerweile bin ich auch Canon-Ambassador, habe in den letzten 15 Jahren über 100 nationale und internationale große Preise gewonnen bei den ganzen Naturfotowettbewerben und probiere, so gut es geht, schöne Bilder zu machen. Ja, sehr schön. Und mit deinem Bohnensack, ne, hast du mir auch die Fahrt hierher ein bisschen verkürzt. Ich habe da mal ein paar Podcasts von dir reingehört, fand ich gut gemacht. Du bist ja Podcaster, bist Blogger, hast schon 3 Bücher geschrieben, hast mehr als 60 Artikel geschrieben. Also wann findest du da die Zeit dazu, wenn du da im Camper abends liegst und schläfst oder kurz vorm Schlafen gehen oder wie machst du das? Also das hat sich sehr gewandelt. Am Anfang so im Studium, da habe ich mein erstes Buch, Diplomarbeit, die habe ich dann abends in der Kneipe geschrieben. Und heute ist meine produktivste Zeit so zwischen 5 und 7 Uhr morgens. Also wenn ich ein Buch schreibe, dann morgens von 5 bis 7 und ab dann mache ich was anderes. Aber das ist so meine beste Arbeitszeit. Okay, finde ich cool. Was treibt dich an, da morgens um 5 Uhr aufzustehen? Also als Naturfotograf ist man sowieso gewohnt, um 5 Uhr aufzustehen. Aber was treibt dich für solche Buchprojekte dann an, um 5 Uhr aufzustehen? Na, ich habe für mich einen Tagesrhythmus definiert und dann soll das auch sitzen. Also ich habe keine Lust, irgendwie als Langschläfer durch die Welt zu wandern, sondern ich stehe immer morgens auf, mache meine Sachen und guck halt, dass das alles läuft, weil am Ende des Tages hat man als Selbstständiger immer mehr zu tun, als man möchte und auch viele Themen, auf die man eigentlich weniger Lust hat als Naturfotograf, nämlich ganz, ganz viel Büroarbeit auch und die muss ja irgendwann getan werden. Okay, also du bist da jemand, der da sehr diszipliniert anscheinend vorgeht. Ist das auch so einer der Tipps, die du den Leuten mitgeben möchtest, weil das erlebst du sicherlich auch häufig auf Veranstaltungen, wenn es die mal wieder gibt, dass du angesprochen wirst, sagst, Mensch, ich möchte mich auch selbstständig machen mit der Fotografie und so. Das Thema Naturfotograf ist ja ganz das Tolle, nur irgendwo draußen sein, fotografieren und davon zu leben. Ist da so eines der Erfolgsrezepte diese Disziplin, die du da an den Tag legst?
Also Disziplin ist definitiv extrem wichtig als Selbstständiger, weil man muss jeden Tag selber überlegen, wie geht's weiter, was sind die nächsten Punkte auf der Agenda, welche Projekte möchte man entwickeln. Und ein ganz wichtiger Tipp ist natürlich auch erstmal zu überlegen, wie ist denn überhaupt der Business Case dahinter? Wie viel Geld brauche ich überhaupt zum Leben? Und wie kommt das Geld rein? Und wenn ich mir nicht vorstellen kann, wie das Geld reinkommt, bei der Summe, die ich am Ende ausgerechnet habe, dann sollte ich mir überlegen, ob die Selbstständigkeit in meinem Hobby überhaupt in Frage kommen kann. Weil es ist ja nicht nur mit schönen Bildern getan, dass man sagt, ja, ich mache doch so tolle Bilder und alle meine Bekannten, Verwandten sagen mir, Mensch, du machst so tolle Bilder, verkauf die doch mal. Also damit ist es sicherlich nicht getan, ja? Nee, definitiv nicht. Also es ist auch ganz, ganz viel klassische Kaltakquise, den Kunden hinterherlaufen, gucken, dass die Rechnungen bezahlt werden, Rechnungen schreiben. Auch gegebenenfalls dem, der gesagt hat, du kriegst den Auftrag nochmal hinterher und nochmal hinterher. Und also da muss man schon auch dafür geboren sein, Lust zu haben, selber solche Themen zu beackern und immer voranzutreiben, weil ansonsten ist man zum Scheitern verurteilt. Okay, was würdest du also, du bist ja sehr, sehr früh in die GDT eingetreten, was würdest du einem jungen Menschen empfehlen, der sagt, Mensch, ich will auch so einen Weg gehen, ich möchte auch Naturfotograf werden, meine das auch ernst, welchen Weg würdest du da empfehlen? Also auch mal so die Stolpersteine, über die du vielleicht gestolpert bist, zu vermeiden. Als allererstes den Kostenrahmen gering halten, weil gerade als junger Mensch hat man noch keinen hohen Standard, an dem man sich gewohnt hat. Das heißt, man kann gerade, wie soll ich sagen, wirklich Kosten am Anfang einsparen, indem man nicht den teuersten Handyvertrag nimmt und nicht nur im Fünf-Sterne-Hotel absteigt, sondern vielleicht tut es ja auch der Schlafsack mit dem Camper. Das kann man sich durchaus überlegen. So bin ich bis heute auch gerne nach wie vor unterwegs. Und danach Hartnäckigkeit, weil die Sachen kommen normalerweise nicht von heute auf morgen. Die muss man peu à peu aufbauen, das Netzwerk aufbauen und dort eben auch von dem Netzwerk irgendwann profitieren. Das heißt, nur weil ich jetzt ein Jahr lang ganz gut auf Instagram unterwegs war, heißt das nicht, dass ich morgen Leica, Canon und Nikon bei mir melden und sagen, hier, bitteschön, für wen möchtest du denn gerne fotografieren? Das wird so nicht passieren, sondern Authentizität und Beharrlichkeit sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Faktoren an der Stelle. Ja, also das sehe ich auch so. Was sagst du dann zu denen, die sagen, Mensch, das ist doch toll, was du da machst. Du kriegst immer die neuesten Kameras und Objektive von Canon geschenkt und kannst da toll mit loslegen. Wie stehst du dazu? Das ist zwar nett, wenn man das bekommen würde, bekomme ich aber gar nicht. Das heißt, ich kaufe mir die Sachen tatsächlich selbst. Also hier, ich habe hier meine R5 liegen, die habe ich auch selber gekauft. Und wie ihr seht, die ist sogar oben schön abgeklebt. Warum ist die abgeklebt? Weil ich die irgendwann gebraucht mehr wert ist, wenn sie weniger Gebrauchsspuren hat. Also ich kaufe mein Zeug zum allergrößten Teil selbst. Natürlich kriegt man hier und da mal irgendwas Kleines gestellt, aber ich kaufe meine Fotoausrüstung selber. Also, das ist auch nochmal ein wichtiger Message, glaube ich, die wir geben müssen, dass selbst so bekannte Fotografen wie du jetzt nicht einfach irgendwie da vollgestopft werden von der Industrie, sondern ganz normal ihren Job machen, ganz normal ihre Produkte kaufen. Dir ist es, glaube ich, auch lieber. Und warum hast du dich da, weil dann ist es ja wirklich eine bewusste Entscheidung, warum hast du dich da für Canon entschieden? Ja, also man muss da wirklich so ein bisschen zurückdenken. Ich habe damals die erste professionellere Kamera, die ich gekauft habe, war eine Canon PowerShot G3, 4 Megapixel Okay, schon ein bisschen stark, her, ja. hat 1.000 € gekostet. Und dann später konnte ich die Akkus, das waren BP511 oder wie die hießen, weiterverwenden in der 10D mit 6 Megapixeln. Und ich glaube, 3.500 € hat die gekostet. Und da konnte ich ja die Akkus schon mal weiterverwenden und so bin ich halt bei Canon auch gelandet. Ich meine, das war eine ganz, ganz teure Kamera für mich. Ich war damals 15 oder 16, habe irgendwie einen Teil vom Erbe vom Opa, also alles, was ich bekommen habe. Mein Opa hat in Polen gelebt, das heißt, da hat man nicht die Welt geerbt. Da habe ich noch irgendwie die Hälfte dazugelegt und dann hatte ich meine erste richtige Spiegelreflexkamera gekauft. Und so war ich dann erstmal im Canon-Universum und natürlich gibt es ab und zu mal ein Objektiv oder eine Kamera, die man bei einem anderen Hersteller gut findet, aber ich mag persönlich das Bedienkonzept von Canon lieber und die Farben lieber. Das heißt, Bedienkonzept für mich heißt, ich möchte in kein Menü rein müssen, sondern will meine Kamera mit einer Hand bedienen können.
und es ist die rechte Hand. Warum das? Wenn ich ein großes Teleobjektiv habe, das 3, 4, 5 Kilo wiegt, dann ist die linke Hand damit beschäftigt, das Objektiv zu halten. Das bricht mir das Bajonett aus. Das heißt, es muss mit einer Hand bedienbar sein. Und dazu kommen dann schöne Farben, die ich gerne hätte. Und Canon hat ja auch ganz, ganz lange die Marktführerschaft in dem Bereich gehabt. Dann hat mal eine Zeit lang Nikon und Sony schönere Sensoren gebaut. Und heute sehe ich bei der R5, der R6 wirklich wieder, wie Canon Produkte raushaut. Auch die ganzen AF-Objektive, die ihresgleichen suchen, wo ich sagen muss, hey, richtig geile Produkte, das macht richtig Spaß, damit zu arbeiten, und ich habe mich da auch schon recht reichhaltig eingedeckt mittlerweile. Okay, RF-Objektive sprichst du an. War für dich der Wechsel von klassischer Spiegelreflex hin zur Systemkamera ein erfolgreicher, oder war das eher ein Stolperweg, oder war das eher ein Weg, den hast du wegen der Objektive getan oder ganz bewusst auch wegen der Kameras? Also es war ein Stolperweg ein wenig. Also ich bin jemand, der gerne mit der Canon EOS 1DX fotografiert hat. Ich habe bis heute die 1DX total gerne in der Hand. Die liegt einfach super in der Hand. Aber ich fotografiere gerne sehr kreativ. Und für mich war immer schon der Wunsch, okay, wenn ich durch Dinge durchfotografiere oder ein Tier im Lebensraum zeige, dass ich da direkt reinzoomen kann auf 100% im Sucher. Das war für mich das Hauptargument für die Spiegellose. Okay. Und dann habe ich tatsächlich Ende letzten Jahres meine erste Spiegellose gekauft. Das war die Canon EOS R. Und habe dann aber festgestellt, okay, es hat bei mir 5 Monate gedauert. Und ich habe alle meine Knöpfe umstellen müssen und mein ganzes Bedienkonzept neu überlegt, wie ich meine Kamera bedienen möchte im Vergleich zur 1DX, bis das gut gesessen hat. Und erst als ich irgendwann festgestellt habe, okay, jetzt will ich die Bildrückschau im Sucher von der Spiegelreflexkamera sehen, habe ich gemerkt, okay, so langsam komme ich im Spiegellosen an. Und das war auch so langsam der Moment, wo die R5 dann lieferbar wurde, beziehungsweise überhaupt ausgeliefert worden ist. Und dann habe ich natürlich auch direkt 2 R5 und eine R6 gekauft und bin jetzt sozusagen sehr, sehr stark mittlerweile mit den neuen Spiegellosen unterwegs. Jetzt machst du natürlich hier viele Zuschauer sehr neidisch, die auf ihre R5, auf ihre R6 warten. Das sind ja mit die erfolgreichsten Kameras des Jahres. Lange, lange, lange Lieferfristen. Dass du jetzt 2 R5 und eine R6 hast, gibt mir aber dann auch eine sehr schöne Steilvorlage, um dich zu fragen, ist es so, es wird ja so ein bisschen gesagt, so die R6 ist für viele Leute die bessere Kamera. Wie würdest du das beurteilen? Also ich sehe das tatsächlich ähnlich. Ich glaube, dass da vielleicht so der technikaffine Fotograf hat ein Problem damit, die günstigere Kamera zu kaufen vielleicht. Also ich habe ja beide Kameras. Man merkt den Unterschied der Sucher. Bei der R5 ist einfach ein Ticken schöner. Das Display ist einen kleinen Tacken größer. Die R5 ist vielleicht eine Finesse schöner verarbeitet. Aber wenn man die Kosten dahinter anschaut, also wenn ich mir angucke, ich habe hier meine R5 griffbereit. Da ist zum Beispiel die CF-Express-Karte drin und die Datenmengen sind größer. Das heißt, wenn ich die ganzen Speicherkarten, die ich kaufen muss, die größeren Festplatten berücksichtige und eventuell auch einen neuen Rechner brauche, dann ist die R6, glaube ich, insgesamt der günstigere, also der deutlich günstigere Deal vom Kostenfaktor her. Und die R6 performt, was den Autofokus angeht, wirklich genauso gut. Die hat auch weitestgehend die gleichen Funktionen. Ich habe eine einzige Funktion an der R5, die die R6 nicht bringt. Aber ansonsten sind die wirklich so ähnlich, kann man perfekt parallel benutzen. Also zum Beispiel auch R5 als Erstbody und R6 als Zweitbody funktionieren auch beides total gut zusammen. Wem die 20 Megapixel reichen, und das ist der überwiegende Teil der Fotografen, also wer nie größer als 1 Meter ausbelichtet, sag ich mal, der braucht eigentlich auch keine R5. Also um es mal so zu sagen. Dem reicht die R6. Ja, für das Fotografieren, fürs Filmen, jetzt weiß ich nicht, wie intensiv du filmst, da haben wir ja bei der R5 durchaus noch die Vorteile drin. Deswegen glaube ich auch die schnelleren Karten, weil wir brauchen natürlich für 8K, brauche ich solche Karten, damit ich die enorme Datenmenge dann auch abspeichern kann. Aber ich habe das auch schon, so wie du sagst, schon häufiger gesehen. Man hat, auch bei Hochzeitsfotografen, man hat die R5 als Hauptkamera und auch als Kamera für die Gruppenaufnahmen, wo ich wirklich dann die Auflösung brauche, und als Kamera nebenbei noch brauche ich gar nicht das zweite R5-Gehäuse, sondern kann
kann da, weil die Bedienkonzept und auch, ich sag mal, das, die ganzen Abmessungen sind, glaube ich, ja identisch mit der R6. Und dann kann man also dann so als Zweitkamera die R6 dann prima nehmen. Also so ähnlich ist es ja bei dir vermutlich. Ne? Definitiv. Ich habe auch oft auf Spaziergängen nur die R6 dabei. Wozu soll ich mir Daten produzieren, die ich gar nicht brauche? Ja. Das ist richtig, ja. Also da sind wir auch wieder bei dem Thema Speicher, bei dem Thema, wie man das Ganze einfach auch bewältigt. Wichtig ist aber, wie immer, das, was als Bild nachher rauskommt. Und wenn wir dich da jetzt schon mal als Naturfotograf da haben, Naturfotografie heißt ja immer zum einen auf der einen Seite Tiere, auf der anderen Seite Landschaft. Wo ist denn da deine Präferenz? Also den Jagdinstinkt, den befriedigt mir die Tierfotografie natürlich wesentlich besser als die Landschaftsfotografie. Landschaftsfotografie finde ich persönlich auch total spannend und entspannend. Und dann mache ich auch ganz, ganz viel Makro-Details und eher Dinge im Nahbereich, sehr kreative Sachen auch. Und für mich macht es der Mix aus. Das heißt, ich fotografiere meine Projekte deswegen, weil ich Lust darauf habe. Und nicht deswegen, weil ich mir sage, boah, jetzt musst du aber mal Landschaft machen, Rado. Also ich mache die Sachen, wozu ich einfach Lust habe und probiere die hinterher nachher zu vermarkten. Also wenn ich jetzt gerade Lust habe, morgen ein Fotoprojekt über den Flamingo in Südfrankreich zu machen, dann fahre ich morgen los. Das ist cool. Die Lieblingsobjektive für das Landschaftsprojekt, was würdest du da so in den Rucksack einpacken? Also kostengünstig ist das 4,0 16-35mm LIS USM. Das ist noch ein EF-Objektiv. Finde ich persönlich extrem gut optisch. Alternativ gibt es als RF schon das 2,8 15-35mm RF. Das ist optisch noch einen Tacken besser. Kostet aber auch eine Stange mehr. Ansonsten natürlich ganz klassisch 24-70 oder 24-105 passen da auch wunderbar dazu. Und je nachdem, ob man Landschaften auch mit dem Tele fotografieren kann, ist ein 70-200 oder ein 100-500 durchaus auch bei mir in der Landschaftsfotografie im Einsatz. Okay, das 100-500er ist ja ein ganz besonders interessantes Objektiv, was so ein bisschen zeigt, was wir mit den neuen Auflagemaßen, mit den neuen Objektivdurchmesser oder Bajonettdurchmesser denn konstruieren können. Wie sind deine Erfahrungen mit dem 100-500er, vielleicht sogar auch direkt im Vergleich mit dem alten 100-400er? Also das 100-400er war und ist ein richtig gutes Objektiv. Also ich habe es selber sehr lange benutzt und habe, als es rauskam, das 100-500 direkt gekauft. Das 100-500 ist noch einen kleinen Tacken besser. Und in der Praxis merke ich, dass 100-500 noch krassere Details raus. Also die Schärfe ist wirklich auf Festbrennweitenniveau. Das muss man bei einem Zoom erstmal schaffen. Das habe ich so noch nicht gesehen. Gleichzeitig sind die Bildränder und Bildecken auch noch ein Ticken schärfer als beim 100-400. Und wo ich es tatsächlich direkt erkannt habe in meinen Vergleichsbildern am Bokeh, also am Grad der Unschärfe im Hintergrund, man merkt, dass die Korrektur der chromatischen Aberrationen beim 100-500 noch ein Ticken besser ist. Dadurch werden diese Lichtkreise im Hintergrund einfach schöner und weicher abgebildet. Ja. Also das ist auch so eine Geschichte, da achte ich persönlich auch immer sehr gerne drauf. Nicht nur, wie die Objektive im Schärfebereich abbilden, sondern eigentlich, wie der Charakter des Objektivs im Unschärfebereich ist, weil das einfach auch dann so den Charakter des Bildes dann deutlich bestimmt. Und da gebe ich dir recht, beim 100-500er ist das wirklich ein Traum. Wie steht denn ein ausgewiesener Wildlife-Fotograf wie du dazu, wo man früher ja so sehr exklusiv mit tollen Objektiven dann arbeiten konnte, wie steht so ein ausgewiesener Naturfotograf dazu, dass man heute für relativ kleines Geld und relativ leicht solche 600er oder 800er Objektive, die ich dann sogar noch mal mit dem Extender erweitern kann, bekommt. Ich spiele da auf die neuen Objektive an. Ist doch super. Je mehr Leute das begeistert und wenn die schöne Bilder machen, ist doch toll. Also gerade für diejenigen, die nicht immer so schwere Sachen dabei haben wollen und die vielleicht auch mal mittags beim Spaziergang mit dem Hund oder so mal ein 600er oder 800er dabei haben wollen, sind das ja Linsen, die perfekt geeignet sind. Durch Offenblende 11 sind das eben Objektive, die man eher tagsüber benutzen kann.
Und in der Dämmerung ist man eben nach wie vor darauf auch angewiesen, im Endeffekt gegebenenfalls ein lichtstärkeres Objektiv zu nehmen. Da wird man nicht drum rumkommen. Aber gerade für diejenigen, die sagen, Mensch, ich weiß noch gar nicht, ist Wildlife, sind Tiere überhaupt ein Sujet, mit dem ich mich beschäftigen will? Die können halt hingehen und wirklich mit dem 600er, mit dem 800er starten, ein bisschen in den Zoo gehen, da verschiedene Tierfotos machen, damit rumprobieren und haben wirklich auch die Möglichkeit, hier den Einstieg auch zu finden. Also durchaus begrüßen der neuen Objektive. Hast du es auch schon mal ausprobiert? Wie siehst du da die Qualität? Ich hatte es mal in der Hand, um es mal so zu sagen. Ich habe damit auch 2, 3 Nummernschilder fotografiert und 1, 2 Gämsen. Das heißt, meine Erfahrung ist jetzt nicht so tiefgehend, dass ich sagen würde, boah, ich habe genauso viel Erfahrung wie mit 100, 500 gesammelt. Aber die Grundschärfe war erstaunlich gut. Also für den Preis war ich sehr verblüfft, was da an Schärfe hinten rauskommt, wenn ich ehrlich bin. Ja, das höre ich auch immer wieder, dass Kunden, die sich dieses Objektiv zugelegt haben, dass sie sehr, sehr zufrieden damit sind. Und die Lichtstärke 11 klingt heute ja nicht mehr ganz so brutal wie früher. Früher hätte der Autofokus gar nicht funktioniert bei einer Spiegelreflexkamera. Bei den Systemkameras geht das ja dann heute. Und man kann ja gerne auch mal, wenn es noch nicht ganz in die brutale Dämmerung reingeht, gerne mal die ISO-Zahl ein bisschen hochdrehen. Was hast du da bei den aktuellen Kameras für Erfahrungen? Also grundlegend ist die R5 erstaunlich gut. Also ich hatte ja früher 3,5 DSRs auch im Einsatz für die höher aufgelösten Sachen. Und die R5 ist im hohen ISO-Bereich wirklich extrem gut. Die R6 ist fast genauso gut, einen kleinen Tacken besser in den ganz oberen ISO-Bereich. Ich sag mal, jenseits der ISO 6400, 12800 ist die R6 irgendwo eine halbe Blendenstufe besser noch als die R5, was das Rauschverhalten angeht. Generell hängt es natürlich davon ab, was man macht, aber da ist schon eine ganze Menge möglich, gerade in dem High-ISO-Bereich mittlerweile. Na, sehr cool. Jetzt wollen wir natürlich auch mal ein bisschen was an Bildern sehen. Und ich weiß, du hast da ein bisschen was vorbereitet. Ich hoffe, dass da Skype ordentlich mitspielt, dass wir dort die Bilder auch in einer guten Qualität übertragen bekommen. Wir schalten dich jetzt mal mit den Bildern zu und lass uns da mal dann drüber quatschen. Ja, und da haben wir es schon. Da ist schon mal eine Gämse, ja? Nein, Steinbock, was sage ich denn? Ja, jetzt haben wir ein wenig weniger Zeit für die Präsentation, als ich gedacht habe. Deshalb muss ich auch ein bisschen auf die Tube drücken. Ich will euch erstmal zeigen, warum gehe ich überhaupt raus in die Natur. Und deswegen habe ich euch ein paar Making-ofs erstmal eingepackt, für so ein überhaupt ein Gefühl bekommt, wo bin ich da unterwegs. Wenn man morgens um 3 Uhr aufsteht oder um 4 Uhr aufsteht, um auf den Berg zu gehen, und dann oben angekommen ist, vielleicht auch einige Tage im Regen unterwegs war und dann immer einfach über diesem Nebel steht, dann weiß man, wofür man eigentlich rausgegangen ist. Und ihr seht, ich bin auch immer mit schwerer Ausrüstung, mit Schneeschuhen, mit dem großen Teleobjektiv unterwegs. Und dann ist es natürlich auch total wichtig, dass man da auch ordentlich unterwegs ist. Ich habe da auch oft den VW-Bus mit dabei, das heißt, dass ich vor Ort im Camper schlafe und dort eben auch, wenn ich will, nachts rausgehen kann zum Fotografieren oder eben vor Ort direkt nicht mehr ganz so früh aufstehen muss. Hier seht ihr den Camper in Schottland. Da kann man direkt quasi auf dem Parkplatz stehen, fotografieren, essen, kochen. Das ist immer besonders angenehm. Oder ich nehme auch mal das Zelt und schlafe irgendwo oben auf dem Berg. Und gerade da ist es eben das Naturfeeling am allerschönsten. Da bin ich einfach am allernächsten dran. Und da macht mir das auch insgesamt am allermeisten Freude, so unterwegs zu sein. Wenn ich jetzt so unterwegs bin, das ist so meine Standardausrüstung. Hier ist noch relativ viel Spiegelreflex abgebildet, aber ihr seht, da habe ich eine ganze Menge mit dabei. Sehr, sehr viele Akkus grundsätzlich, viele, viele Speicherkarten, Objektive von irgendwo 11 oder 16 mm bis zum 2,8-400 Extender. Also da hat man richtig viel dabei. Das sind schnell 20, 25 Kilo, die man da auf dem Rücken dabei hat an Fotoausrüstung. Und das Problem ist, da hat man noch nicht geschlafen, noch nicht gegessen. Das heißt, man braucht ja auch noch irgendwo einen Schlafsack, man braucht noch viele andere Dinge. Und deswegen laufe ich viele Touren doppelt. Hier seht ihr ungefähr das Essen, das man so braucht an Proviant für 4 Tage zu zweit. Davon überlebt man es gut. Wichtig sind natürlich die Schlümpfe von Haribo. Die esse ich besonders gerne in den Bergen. Und die spenden dann auch immer noch mal genug Kalorien, auch
damit man da in Ruhe entspannt unterwegs sein kann. Und mittlerweile mache ich auch Workshops in den Bergen, das heißt, dort habe ich dann auch teilweise eine Gruppe mit dabei und hier hat es sich einfach angeboten, weil alle am Fotografieren waren, wirklich mal so ein geiles Making-of zu machen. Und ich habe euch zwei kleine Projekte mitgebracht, über die ich heute sprechen möchte, und zwar das allererste, die Moschusochsen. Die Moschusochsen habe ich fotografiert in Norwegen. In Norwegen wurde der Moschusochse zweimal wieder angesiedelt, einmal knapp 1913 und dann nochmal um die 1940er Jahre, das zweite Mal, das erfolgreiche Mal. Und die Moschusochsen leben dort ganz normal im Dovrefjell-Nationalpark. Das ist einer der ältesten Nationalparks, die es in Norwegen überhaupt gibt. Und da kann man sehr, sehr viel Zeit verbringen, die Moschusochsen zu fotografieren. Generell habe ich erstmal gesagt, ich möchte euch zeigen, wie überhaupt ein Tierfoto für mich konzipiert sein kann. Und deswegen, ich fotografiere extrem gerne die Tiere in der Natur. Das heißt, ich binde gerne den Lebensraum ein. Und hier mit dem Weitwinkel als Remote, mit einem Fernauslöser, kann man eben wunderbar das Tier in der Landschaft einbauen. Die andere Möglichkeit, Tiere erstmal darzustellen, wie man die darstellen kann, ist im Gegenlicht. Und da gibt es zwei Optionen. Einmal als Silhouette. Mir ist dann besonders wichtig erstmal, dass die Tiere als Silhouette direkt erkennbar sind. Oder man kann das Ganze auch mit einem Lichtsaum machen. Hier haben wir den Lichtsaum. Wichtig ist, dass man dann einen dunklen Hintergrund hat, damit der Lichtsaum hier beim Tier unten links sich eben auch abheben und man das Tier deutlich am Lichtsaum erkennen kann. Und wenn man jetzt den Lebensraum kombiniert mit dem Licht, das mache ich besonders gerne oder das sind die Bilder, die mir persönlich am allerbesten gefallen, dann sieht das Ganze so aus, wie ihr es hier seht, und zwar dann trifft das Licht rein, kommt von der Seite, morgens das erste Morgenlicht, trifft die Steingeist, hier die Berge im Hintergrund und dann passt wirklich alles wunderbar zusammen. So stelle ich mir Tierfotos vor. Und dann gibt es die letzte Möglichkeit, wie man Tiere abbilden kann. Und das ist eine ganz kreative Art, eine ganz andere Art. Zum Beispiel hier durch die Sträucher durchfotografiert, verfokussiert, das Ganze unscharf. Man erkennt aber direkt, dass es ein Steinbock ist. Und genau da macht mir auch spiegellos besonders viel Freude, weil ich einfach schon im Sucher auch nochmal reinzoomen kann oder auch gucken kann, wie das Ganze belichtet aussieht. Das mache ich besonders gerne. Und jetzt komme ich, wie gesagt, zu dem Projekt, das ich euch mitgebracht habe, und zwar zu den Moschusochsen. Die Moschusochsen, wie beschrieben, die leben im Dovrefjell-Nationalpark. Ich habe 2009 angefangen, die zu fotografieren und war viele, viele Male da. Und ich kann mich genau erinnern, als ich dieses Bild gemacht habe, da war ich unterwegs mit einem Holländer, den ich zufällig in Norwegen kennengelernt habe. Und wir waren auf dem Berg und ich habe dieses Bild gemacht, mit dem ganz kleinen Moschusochsen unten rechts im Bild, das ist sogar mit 600 Millimetern entstanden und habe mich darüber sehr gefreut, weil ich denke immer, wenn ich solche Geschichten mache, auch in den Formaten, die ich brauche. Und hier sehe ich eine Doppelseite, da ist Platz für Schrift, da ist Platz dafür, alles mit Text zu füllen, wenn man möchte. Und es zeigt einfach das kleine Tier im Lebensraum, das widerspenstig ist gegen diese ganzen Wettereinflüsse, die es dort vor Ort gibt. Und der Moschusochsen, der ist dort in einem Lebensraum unterwegs, der sehr, sehr karg ist. Das, was ihr hier seht, sieht ja total trocken aus. In Wald sind das sehr sumpfige Gebiete teilweise und dort wächst so gut wie nichts, außer ein paar kleine Birken, viel Rentierflechte und Ähnliches. Die Rentierflechte habe ich probiert. Mich wundert es, wie die Moschusochsen so groß werden können. Die leben dort in diesem sehr, sehr kargen Lebensraum und trotzen auch allen möglichen Jahreszeiten und Gewittern. Das heißt, gerade auch, wenn man die Chance hat, mit so einem unglaublichen Licht zu fotografieren, dann freue ich mich immer besonders. Hier einfach diese epischen Wolken. Unten rechts wird das Moschusochsenmännchen angestrahlt von der Sonne. Und dann sind solche Bilder, die ich persönlich gerne habe, um Emotionen zu transportieren vom Lebensraum. Der Moschusochse als solches lebt normalerweise in Herden. Die Herden sind normalerweise in einer Größe von 8 bis 30 Tieren groß. Und hier haben wir jetzt eine Herde von 12 Tieren. Wichtig dabei ist, die Herden leben eigentlich oder bestehen nur aus Weibchen und Jungtieren. Die Männchen laufen sonst irgendwo rum und kommen eigentlich nur zur Paarungszeit dazu. Oft rotten sich auch ein paar Männchen zusammen zu einer kleinen Männchenherde, aber eigentlich leben die getrennt voneinander. Und gerade im Herbst ist es besonders aufregend für mich in Norwegen, weil dann kommt der Indian Summer. Und das sieht man auf dem Bild sehr, sehr schön.
dann sind die Herbstfarben richtig knallig, gelb, orange, wunderbar. Oben gibt es schon ein bisschen Schnee und hier kommt die Sonne von der Seite, oben die Berge mit dem Schnee und die Moschusochsen in ihrem natürlichen Lebensraum. Und die Moschusochsen hatten das Problem, dass sie zwischenzeitlich 2013, 2014 sehr, sehr stark an Pneumonie, also an Lungenentzündung, erkrankt sind. Und das hat damals knapp 25% der Population getötet. Und in dieser Zeit konnte ich dieses Bild machen, das für mich so ein bisschen auch diese Geschichte aufgreift. Wir sehen unten rechts das Moschusochsenmännchen, das Weibchen, den größten Unterschied von hinten, von der Sonne beschienen. Die gucken rein in diese Tristesse, in so ein Regenband. Und man sieht einfach auf den ersten Blick, okay, Moschusochsen schauen in eine Zukunft, die nicht ganz gewiss ist. Und das transportiert einfach ganz, ganz viel von diesem Feeling. Aber eben neben den Bildern, wo die Moschusochsen so klein im Bild sind, muss man auch immer für eine Geschichte insgesamt unterschiedliche Bilder, unterschiedliche Facetten zeigen. Das heißt, da gehören auch solche schönen Bilder dazu, wo die Familie direkt in die Kamera reinblickt oder eben auch Bilder, die einfach so diesen Lebenszyklus der Moschusochsen beschreiben. Das heißt, dass man dort die Paarungsszenen hat. Das heißt, hier sieht man ganz, ganz deutlich auch den Unterschied zwischen dem Männchen und dem Weibchen. Beim Männchen, das oben ist, sind die Hornplatten wirklich zusammengewachsen. Beim Weibchen hingegen ist da Fell, da sind die Hornplatten nicht ganz so stark zusammengewachsen. Da sieht man auch direkt auch nochmal den Größenunterschied zwischen den Tieren. Oder man braucht eben auch solche Aufnahmen wie eine Säuglingsszene des Moschusochsen. Das ist die nächste Aufnahme. Da habe ich auch lange darauf gewartet, dass ich das Glück hatte, wirklich diese Szene einfangen zu können, wo das Muttertier am Säugen ist. Und dann schaue ich auch meistens, dass ich noch ein paar Porträts bekomme und da wirklich auch mal Close-ups liefern kann, die eben einfach auch zeigen, wie diese Tiere überhaupt leben und aussehen. Ganz wichtig, macht mir das nicht nach. Um so nah an die Moschusochsen ranzugehen, bedarf es ein wenig Glück und ein wenig Vertrauen darin, dass einem nichts passiert. Aber dann kann man wirklich sehr, sehr schöne Bilder machen. Und das letzte Bild, das ich euch zeige, ist ein trauriges Bild, aber das passt eben zur Gesamtgeschichte. Das ist einfach der Tod, das tote Jungtier an Lungenentzündung auch verstorben. Und eben damals war es so, dass relativ viele tote Tiere im Nationalpark waren, einfach wegen der Problematik mit der Lungenentzündung. Und damit gehe ich über zu einem zweiten Projekt, das ich euch mitgebracht habe. Ganz und kurz zwar noch das mal Thema Alpen. Ja? Ihr müsst nochmal drücken, glaube ich, in der Präsentation. Perfekt. Genau. Ganz kurz, Rado, so. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Wir haben in der im Chat haben wir noch die Frage, ob du einen Tipp hast, wie man die Tiere möglichst nah vor die Linse bekommt, wenn man sich nicht extra ein Ultratele zulegen möchte. Du hast ja eben schon kurz gezeigt, man geht dann zum Tier, ne? Oder wie vorhin mit der Remote-Kamera. Nee, aber was hast du da für Tipps, wenn du sagst, Mensch, ich habe jetzt nur das 70-200er dabei, möchte aber trotzdem irgendwie das Tier nah bekommen? Wie würdest du dich da entscheiden? Es gibt tatsächlich einen ganz bekannten Fotografen, der heute einer der bekanntesten Fotografen der Welt ist, der dieses Problem hatte, Bence Mate aus Ungarn. Der hat gesagt, wenn ich nicht zum Tier komme, muss das Tier eben zu mir kommen. Und der hat die aufwendigsten Hides der Welt gebaut mittlerweile. Aber man muss ja nicht gleich ganz größenwahnsinnig sein, aber grundlegend ist das Thema Tarnung dann natürlich ein wichtiges. Das heißt, ihr habt zwei Optionen. Entweder ihr geht hin und schaut, dass ihr euch ordentlich tarnt. Zum Beispiel, ihr baut einen Tarnansitz im Garten oder einen Tarnüberwurf oder ähnliches. Oder ihr geht dorthin, wo die Tiere an den Menschen gewöhnt sind. Also tatsächlich in einem Stadtpark oder auf einem Friedhof. Das sind wirklich typischerweise Orte, an denen gerade auch von älteren Menschen die Tiere gefüttert werden. Und da gibt es wirklich Parks, Friedhöfe und so weiter, wo man dann auch Eichhörnchen oder die eine oder andere Vogelart wirklich auch sehr, sehr nah fotografieren kann. Und da kann man dann auch mal anfangen zu üben, aber irgendwann kommt man einfach nicht an diesem Tele vorbei. Das heißt, irgendwann stellt man fest, 70-200 ist eventuell kurz. Ich gucke mal, wie ich lieber auf 400, 500 mm komme. Sehr schön. Zwei Fragen habe ich noch, mit denen wir ganz kurz dazwischen nochmal grätschen. Mit welchem Objektiv sind die Porträts der Moschusochsen gemacht? Und wie geht man mit den 180 Grad, also gerade Horizont, in den Bergen um?
Also generell, ich arbeite oder habe hier gearbeitet mit einem 400 2,8, in dem Fall glaube ich so ein Zweifach-Extender, also mit 800 Millimetern. Das war damals noch die Version 2 bei dem Bild, aber mittlerweile arbeite ich auch mit der Version 3 von dem Objektiv. Und wie man mit dem Horizont umgeht, bei mir ist im Sucher immer, immer, immer die Wasserwaage eingeblendet. Also seit der 5D Mark III, das war die erste, die das im Sucher hatte, gucke ich immer nach der Wasserwaage, weil gerade in den Bergen stehen die Tiere ja gefühlt immer schief im Sucher. Ja. Und das Problem ist, hinterher erkennt man, weil die stehen ja gerade im Hang, und hinterher erkennt man, dass die Bilder schief waren. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig eben auch, dass man da mit der Wasserwaage arbeitet. Und die ist bei mir immer an, bei der Tierfotografie. Da schaue ich die ganze Zeit nach. Super, danke für das Fragen beantworten. Wir haben noch ein bisschen weniger als eine Viertelstunde. Also da können wir noch mal ein bisschen Bilder gucken. Also in den Alpen bin ich gerne unterwegs, schon früh, bevor die Sonne richtig aufgeht. Hier ganz typisch hatte ich mal die Chance, auch Steinböcke mit dem Mond im Hintergrund zu fotografieren. Und mich faszinieren die Berge ganz extrem. Das heißt, das Meer langweilt mich eigentlich oft. Ich bin viel lieber in den Bergen unterwegs. Und in den Bergen kann man experimentieren. Ja. Es ist ein riesengroßer Spielplatz. Hier Gewitterwolken 6 Minuten lang belichtet mit einem 400er Tele und ein bisschen Mondlicht drauf. Oder auch das nächste Bild, das ist für mich ein ganz, ganz besonderes Bild mit Gewitterwolken. Da guckt unten das finstere Ahorn raus, wird angeleuchtet vom Licht. Hier sind keine Filter zum Einsatz gekommen, wirklich. Und diese extrem dunklen Wolken. Und wenn dieses Gewitter kommt und man ist dort in den Bergen unterwegs und man trotz diesem Gewitter, ich liebe Gewitter extrem und mir macht es total Spaß, bei jedem Wetter draußen zu sein, dann ist es aber auch ganz, ganz wichtig, dass ihr wisst, was ihr in den Bergen macht. Und dann zum Beispiel wisst, wo eine solche Schutzhütte steht. Hier, das ist mein Kumpel Stevie unten rechts. Das ist so eine typische Schutzhütte, in der man dann bei Gewitter auch mal 2, 3, 4 Stunden verbringen kann. Die ist 2 mal 2 Meter groß. Und das Bild, das ich euch eben gezeigt hatte, das war wirklich 100 Meter oberhalb der Hütte entstanden. Und im Notfall laufe ich dann direkt danach dort rein und dann verbringt man da eben ein paar Stunden Zeit. Früher ohne Internet war das tatsächlich langweilig. Mittlerweile kann man da sogar Netflix gucken. Und gerade mit den Gewittern, da verbindet mich ganz, ganz viel. Das heißt, mein Traum ist immer, diese Aufnahmen vom Gewitter hier oben auf dem Bergkamm stehen, auf der rechten Seite scheint die Sonne, auf der linken Seite sieht man, wie der Regen kommt. Und das sind einfach die Berge, die haben diese Funktion der Wetterschneisen. Das ist was ganz Krasses für mich. Und als Tierfotograf muss ich sagen, so Landschaftsaufnahmen sind geil, aber das musste ich ja auch irgendwann mit einem Tier drauf machen. Ohne Tier geht das ja nicht. Und bei der Aufnahme kann ich mich genau erinnern, da kam die Steinbockherde unten langgelaufen am Berg und ich bin dann natürlich so schnell wie es ging abgestiegen, dort runtergegangen, war dann vor Ort und natürlich war ich zu spät. Aber ein Nachzügler ist noch gekommen und hat sich für mich hingestellt und dann konnte ich diese Aufnahme machen. Und gerade wenn man dann in solchen Gewittern unterwegs ist und mit diesen krassen Wolkenstimmungen arbeitet, das sind einfach Aufnahmen, die für mich diese unglaubliche Stärke der Natur auch immer wieder zeigen. Und die Wetterwechsel, die haben einfach nicht nur Gewitterwolken drauf, die haben auch Nebel drauf. Das heißt, Nebelschwaden, die wabern durch das Tal, wenn man in den Bergen steht manchmal. Und das erste Licht kommt da rein. Und wenn ihr dann 10 Aufnahmen macht in einer Minute, sieht jedes Bild anders aus, weil die Nebelschwaden sich so schnell und so stark verändern. Hier zum Beispiel eine Aufnahme mit 400 Millimetern rein fotografiert von oben in den Wald. Wir haben als Diagonalen von oben links das Licht kommen, die Sonnenstrahlen kommen, von oben rechts kommt der Wald hinein. Und das sind solche Aufnahmen, die mir einfach persönlich ganz, ganz viel Freude machen, wo ich einfach total gerne auch draußen bin. Und viele dieser Aufnahmen entstehen bei mir auch so ein bisschen als Beifang zur Tierfotografie oftmals. Das heißt, hier zum Beispiel sehen wir das Alpenschneehuhn-Habitat. Das heißt, ich wollte Alpenschneehühner fotografieren. Da ist nichts draus geworden, es war keins da. Aber dafür hatte ich einen tollen Regenbogen morgens. Und unten die Berge. Also, das sind diese Momente, wo man einfach sagt: Hey, cool, dann nehme ich das Weitwinkel und mache auch meine Landschaftsaufnahmen. Und gerade wenn dann diese Wetterwechsel da sind und unten eine kleine Luke da ist, dann leuchten die Wolken abends wirklich manchmal so fantastisch. Hier haben wir unten Eiger, Mönch, Jungfrau, also die bekanntesten 4000er in den Schweizer Alpen, oben drüber diese roten Wolken. Oder auch das nächste Bild dort. Das war bei einem Workshop. Ich habe morgens dieses kleine Band unten gesehen, wo ich genau wusste, hey, da wird die Sonne drin aufgehen. Die Wolken werden so krass rot werden. Und dann muss man auch den Berg hoch,
so schnell wie es geht, weil man einfach genau weiß, was gleich passieren wird, dass diese unglaublichen Farben eben auf dem Himmel erscheinen werden. Und dann gibt es die Möglichkeit, so etwas mit dem Tele oder eben mit dem Weitwinkel zu fotografieren. Und ich greife auch in den Bergen, wie auf den Bildern davor gesagt, ganz oft auch zum Teleobjektiv und nicht immer zum Weitwinkelobjektiv. Einfach um teilweise auch das Ganze auf diese Berge zu reduzieren als solches. Und wenn man dann solche Bilder macht mit dem wunderbaren Morgenrot, dann probiert man irgendwann auch das Ganze mit Tieren zu kombinieren und da auch kreativ zu werden. So ein Bild, das hatte ich ewig lang im Kopf, aber dass man dann wirklich auch mal einen fotogenen, schönen Grashalm hat und dann den Sonnenuntergang dahinter und noch das Tier dazu, das sind dann eben die Momente, wo ich genau weiß, hey, das war ein sehr, sehr cooles Bild. Und man muss seine Kamera auch wirklich im Griff haben. Hier so ein Moment, da kommt die Gämse oben über den Hang rüber gelaufen zu mir. Das Licht kommt von hinten, das habe ich mit der 1DX fotografiert. Ich habe dann instinktiv 2 1/3 Blenden unterbelichtet, 2 Bilder gemacht, angeguckt hinten. Ich habe gesehen, es blinkt ganz leicht, angehoben. Da war das Tier schon einen Ticken weiter, war raus aus dem Licht. Im Rohr war zum Glück die Zeichnung vorhanden. Aber das sind so Momente, da müsst ihr einfach eure Kamera im Griff haben, das Licht interpretieren und natürlich sofort unter- oder überbelichten und nachkorrigieren. Und genau diese besonderen Momente, die machen Tierfotografie im Endeffekt aus. Hier hatte ich abends wirklich ein beschissenstes Wetter, aber am Morgen war es wunderbar klar. Und ich war ganz alleine in den Bergen, weil keiner Lust hatte, bei dem Regen oben zu sein. Aber am nächsten Morgen waren die ganzen Heidelbeersträucher voller schöner kleiner Wassertropfen. Und dann durch die Offenblende entstehen diese schönen runden Bouquetkreise im Vordergrund. Da bin ich tief genug runtergegangen. Und dann haben wir hier eine junge Gämse im Vordergrund und im Hintergrund die Mutter. Oder auch beim nächsten Bild genau die gleiche Kombination. Dieses wunderbare Morgenlicht, das von hinten hineinkommt, solche schönen roten Farben. Und es ist ein ganz charakteristisches Bild für mich, weil hier die Gams mit wunderschönen Krucken, also das sind diese Hörner, die nennen sich bei der Gämse Krucken, an ihrer Lieblingsfutterpflanze steht, das ist der gelbe Enzian. Und diese Kombination Morgenlicht, Lieblingsfutterpflanze, da passt dann alles für mich zusammen, dass das ein wirklich schönes Tierfoto auch ist. Und gerade so der Niedlichkeitsfaktor, der darf ja oft nicht fehlen. Und hier haben wir einen ganz jungen Steinbock, der ist jetzt 1 Jahr alt in etwa, kommt direkt auf mich zu, guckt direkt in die Kamera, super schöner, weicher Hintergrund. Und das sind so die Momente, wo man weiß, okay, dieser Niedlichkeitsfaktor, der gefällt den Leuten. Und wenn man Emotionen wecken kann durch solche Fotos, hier die Steingeiß, also der weibliche Steinbock mit dem Jungtier aus dem Jahr, das ist vielleicht 3 Wochen alt, und man sieht einfach mal, man hat diese Interaktion zwischen den Tieren und das weckt eben Emotionen, die den Menschen immer wieder begeistern. Und das da ist auch ein ähnliches Bild hier, der Kindergarten in Anführungszeichen, eins meiner seltensten Bilder überhaupt, die ich je machen konnte. Ihr seht, da ist auch ein helles Tier drauf, das ist ein Albinismus, das heißt ein Leuzismus. Im Gegensatz zum Albinismus hat das Tier noch minimal Zeichnung, leicht braune Farbtöne unten, ist aber so, dass der Leuzismus beim Steinbock bis heute nur in Gefangenschaft dokumentiert worden ist, noch nie in der Natur. Und ich habe das Tier auch 3 Wochen später nie wieder gesehen. Das heißt, ich vermute, dass das auch relativ schnell vom Steinadler gesehen und gefressen worden ist. Und ich probiere dann auch immer zu experimentieren mit verschiedenen Blickwinkeln bei solchen Bildern. Das heißt, auch mit dem Weitwinkel, das heißt, dort, wo die Tiere gerne hinkommen, so eine natürliche Salzlecke, baue ich auch mal eine Remote-Kamera mit dem Weitwinkel auf. Und dann entstehen einfach Bildideen, die ich unbedingt irgendwann mal im Kasten haben will. Zum Beispiel auch das Bild, das jetzt kommt. Dort habe ich mir schon immer vorgestellt, Mensch, der Steinbock, den möchte ich aber eigentlich mit Eiger, Mönch und Jungfrau haben. Hier habe ich nur Mönch und Jungfrau im Hintergrund, aber die werden vom letzten Abend nicht beschienen. Man sieht diese unglaublichen Berge und vorne dran der Steinbock, der eben majestätisch davor ist. Und um da noch einen draufzusetzen, ist das da so wirklich die Perfektion dieses Bildes, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe den Steinbock vorher gesehen, bin um ihn rumgelaufen, habe gehofft, also ich bin wirklich weitläufig rumgelaufen, habe gehofft, dass der dort runterläuft, weil das Licht auf der anderen Seite noch unspannend war. Und dann lief der wirklich den Berg darunter. Und eins muss man sagen, bei besonders schönen Lichtbedingungen läuft es manchmal einfach. Und dann habe ich mich umgedreht und auf der anderen Seite sah es dann so aus. Das ist jetzt kein Witz, zwischen den beiden Bildern liegen manchmal 5 Minuten. Das heißt, ich habe erst das eine Bild geschossen
und dann das Bild mit dem kompletten Regenbogen. Und genau damit wollte ich nochmal übergehen zu dem Thema spiegellos. Das Thema spiegellos kommt ja oder war ursprünglich von mir so ein bisschen noch belächelt vor anderthalb, zwei, drei Jahren, eher als Landschaftsfotografie-Thema. Und gerade für die Landschaftsfotografie ist die spiegellose wirklich super, dass man da auch reinzoomen kann im Sucher, schauen kann, ist das überall scharf. Aber eben das Thema Autofokus war ja vorher noch nicht so 100% perfekt. Und gerade bei der Landschaftsfotografie sind eben die Qualitäten der Spiegellosen herausragend. Auch der Dynamikumfang der neuen Canon EOS R5 und R6 sind herausragend. Das Bild ist auch schon mit der R5 gemacht. Und da kann man tatsächlich mit einem Bild den Dynamikumfang schaffen, von Sonnenuntergang zu den tiefen Bereichen. Da hat Canon ganz, ganz extrem nachgelegt. Und für die Landschaftsfotografie kann man sich auch das Histogramm einblenden lassen im Sucher, was natürlich das Arbeiten auch deutlich erleichtert. Und die Wasserwaage, über die wir ja schon vorhin gesprochen haben, auch die kann man sich direkt im Sucher einblenden lassen, dass einem das wirklich gut gefällt. Wenn man aber dann wechselt von Spiegelreflex nach spiegellos, stellt sich natürlich als allererstes die Frage, kann ich meine Objektive überhaupt weiterverwenden? Und hier habe ich jetzt einfach mal diesen Adapter fotografiert mit der EOS R und dem 402,8. Und anfangs war ich ja echt skeptisch. Diese Adapter funktionieren aber so gut. Ich vertraue dem mittlerweile voll und ganz. Und auch die Akkus, die kann man weiterverwenden. Also hier, das darf keiner Canon verraten. Ihr seht hier einen Canon LPE6, Baujahr 2012. Der ist jetzt 8 Jahre alt. Auch der passt noch rein in die aktuellen Canon EOS R-Modelle. Das heißt, ihr könnt euer ganzes Zubehör weiterverwenden an den neuen Spiegellosen. Und neu dazugekommen, jetzt bei der R5 und bei der R6, hier seht ihr die R5, ist der Joystick. Den Joystick kennt ihr ja schon aus der Spiegelreflexkamera. Jetzt ist er auch endlich bei der Spiegellosen wieder zurück. Und gleichzeitig habt ihr endlich 2 Kartenslots. Bei der R5 sind das CF Express und SD-Karte. Und bei der R6, das ist das nächste Bild, da seht ihr, Joystick ist immer noch da und ihr habt auch nochmal 2 Speicherkartenslots, einmal beziehungsweise 2x SD. Da könnt ihr auch redundant mit SD-Karten arbeiten. Und bei mir ist es ganz, ganz wichtig, dass die Kameras auch einiges aushalten. Und da habe ich euch ein kleines Video mitgebracht, einfach, dass ihr euch mal vorstellen könnt, wie ist das denn so, wenn es wirklich mal richtig kalt ist, wenn es da viel Schnee gibt. Das ist mein Kumpel Matthias, der stapft da gerade in den Schneeschuhen vor. Und da schneit es, da windet es, da ist es teilweise minus 10, minus 20 Grad kalt und die Kameras müssen dann ihre Arbeit leisten. Das heißt, wir trauen denen oftmals viel, viel weniger zu, als wir eigentlich könnten. Und ich fotografiere wirklich bei allen Bedingungen mit den Geräten. Und ich, anfangs hatte ich auch Bedenken und die Canon EOS R5 habe ich da auch wirklich bis jetzt getestet. Ich habe sie schon einmal geschafft, am Berg einzufrieren und das war überhaupt gar kein Problem. Das heißt, wenn wir das nächste Bild sehen, wirklich in diesem Schnee unterwegs zu sein, ist überhaupt kein Problem und da zeigt die Kamera wirklich, was sie kann oder können muss. Auch bei Regen funktioniert sie sehr, sehr zuverlässig. Das sind Bilder, das will man seiner Kamera eigentlich zumuten. Ich habe aber dieses Jahr 4 Tage lang Bach oder Bäche fotografiert bei Sturzregen. Das heißt, natürlich habe ich die ständig immer wieder trocken gewischt, aber die Kamera hat gut durchgehalten, ab und zu war der Sucher ein bisschen beschlagen, aber eigentlich sogar besser als meine Canon 5D SR damals. Und hier sehen wir auch solche schönen Herbstfarben. Die kommen dann einfach viel, viel krasser, viel schöner raus mit einem Polfilter bei Regen. Da kann man eben solche ganz tollen Bachbilder auch wie das nächste machen, die einfach nur möglich sind, diese Farben, wenn es wirklich auch mal Niederschlag hat und es einfach mal feucht im Wald auch ist. Sehr, sehr schön. Und wir haben noch 15 Sekunden, mein Lieber. Wir wollen ja voll den Zeitplan hier einhalten, damit alle Leute, die sich dann jeweils zuschalten, dann auch wirklich super pünktlich ihr jeweiliges Programm bekommen. Ja. Es war wahnsinnig interessant. Es war sehr, sehr schön von den Bildern her. Das liegt mir auch sehr, da ich die Berge auch sehr mag. Wer da jetzt ein bisschen Blut geleckt hat, der kann sich gleich auch anschauen, was hier in der Firma Foto Erhard es für tolle Angebote gibt.
Ich möchte mich jetzt bei dir bedanken. Schalte ich noch mal kurz zu, damit wir Tschüss sagen können, mein Lieber. Und bleib der Fotografie gewogen. Wir brauchen Menschen wie dich. Ne? Tschüss. Vielen Dank. Besucht mich unter naturfotocamp.de und viel Spaß. Kauft schön bei Foto Erhard ein.